Hallo Freunde, hier jetzt wie im Einführungsvideo versprochen das Pilotvideo zu meinem YouTube-Kanal, den ich plane. Ich habe hier jetzt bei mir zu Hause ein kleines Fest gemacht und nachher werden noch die Gäste kommen und zwischenzeitlich nehmen wir jetzt das YouTube-Video auf. Also bitte stört euch nicht daran, dass im Hintergrund dann Geräusche sind. Wir werden versuchen, die Aufnahme hier so professionell wie möglich im Rahmen unserer Möglichkeiten zu gestalten. Wie immer danke ich Lars für seine kompetente Kameraführung. Und ich habe für euch jetzt rausgesucht zwei Themen, Cäsar und der Untergang der Römischen Republik und Johann Sebastian Bach. Die werde ich versuchen, euch ein bisschen darzubringen, denn das sind beides Themen, die meines Erachtens voll krass sind. Also was ich nicht machen werde, ist mich ranzuschmeißen. Also wenn ich von eurer, wenn es jemand gibt, der von eurer Jugendsprache entfernt ist, dann bin ich es. Also ich bin da meilenweit von entfernt und will jetzt hier nicht versuchen, einen aufs Berufsjugendlich zu machen. Das hat bei mir gar keinen Zweck. Ich bin eine völlig andere Generation, in den 70er, 80ern des vorigen Jahrhunderts aufgewachsen. Also werde ich da nicht anfangen, hier einen auf cool zu machen. Aber trotzdem denke ich, egal für welche Generation es ist, es sind immer wirklich krasse Themen und Geschichten, die es zu erzählen gilt aus der Welt der Ideen und der Historie, der Geschichte. Und deswegen habe ich mir eine besonders krasse Geschichte als Eingangsvideo ausgedacht, nämlich Cäsar und die Römische Republik. Warum dieses Thema? Man muss sich darüber bewusst sein, dass mit Cäsar 500 Jahre enden einer Zeit, die ohne Könige auskam. Wie ihr vielleicht wisst, es nach der Römischen Republik gab es immer Könige und Cäsaren und Kaiser, aber die Römische Republik hatte über 500 Jahre lang keine Herrscher, keine Kaiser. Und das ist natürlich ein Umstand, der sehr bedeutend ist, wenn sozusagen die Menschheit eine Gesellschaft verliert, die ohne einzelnen Herrscher auskam. Uns mag das heute alles selbstverständlich vorkommen, aber damals war das eine Errungenschaft, die leider verloren ging und deswegen ist die Geschichte, wie sie verloren ging, ziemlich krass. Und wir haben, nachdem die Römische Republik untergegangen ist, durchaus durch Cäsar auch, haben wir über 1000 Jahre gebraucht, bis wir wieder eine Republik, bis die Menschheit wieder eine Republik entwickelt hat. Also so gesehen, ist es ein sehr großer Einschnitt in der Geschichte. Wir haben etwas verloren, damals die Menschheit, und haben über 1000 Jahre gebraucht, um die Republik als Regierungsform wieder zu gewinnen. Also von daher ist es wirklich ein bedeutender Einschnitt in der Geschichte. Warum nun ist es auch weiter interessant? Alle Versuche der Menschen, ihre Herrscher loszuwerden und ihre Regeln selbst zu erlassen, als Bürger selbst zu entscheiden, haben sich immer auf die Römische Republik berufen. Es fing an mit der englischen Revolution, Oliver Cromwell, der die Rechte des Königs einschränken wollte und sie auch eingeschränkt hat in einem Bürgerkrieg, der blutig endete, berief sich auf die Römische Republik. Die amerikanische Revolution, das war 1777, hat sich auf die Römische Republik berufen bei ihrem Freiheitskampf gegen die Engländer. Und den Staat, den die neu errichten wollten, der orientierte sich sehr stark an der Römischen Republik. Wenn wir heute zum Beispiel Donald Trump im Senat reden hören, dann bedeutet das, ist das Wort Senat ein direkter Zugriff auf die alten Institutionen, die alten Organisationen in der Römischen Republik. Und wenn wir vom Kapitol reden in Amerika, in den USA, in Washington, dann ist es auch ein Rückgriff auf den Hügel im alten Rom, dem Kapitol, auf dem die Regierungsgebäude standen und wo der Herrschaftssitz der Republik Rom letztlich war. Also insofern wird es heute ganz automatisch und selbstverständlich verwendet, das, was im alten Rom
erschaffen, begründet und als, wie soll ich sagen, Begriffe verwandt wurden. Also von daher ist es aktueller denn je. Und letztlich die Französische Revolution mit dem Sturm auf die Bastille, wo die Leute ihre Rechte erkämpft haben und letztlich der König von Frankreich geköpft wurde, auch die haben sich stark berufen auf die Römische Republik. Also insofern denke ich, man sollte ein bisschen was wissen über die Zeit damals, die Vorbild war für unsere Vorgänger, die das letztlich erkämpft haben, was wir heute genießen, unsere republikanische Verfassung und unsere Demokratie. Gut, dann lasst uns mal einordnen auf dem Zeitstrahl, in welchen Bereich wir uns nun begeben. Also, wir gehen zurück. Hier seht ihr den Zeitstrahl. Ich habe hier mal ein bisschen was aufgemalt. Das ist ein Zeitstrahl, der fängt hier mit 2000 an und geht dann hier in die Vergangenheit zurück. Das ist der Flux-Fabulator. Flux heißt fließend und Fabulator heißt Erzähler. Also nicht, dass ich Latein könnte. Ich kann weder Griechisch noch Latein, deswegen ist es natürlich ein bisschen Angeberei. Aber es erinnert natürlich auch ein bisschen an einen alten Film aus meiner Jugend, den ich sehr lustig fand. Eure Eltern werden den vielleicht noch kennen. So, also der Flux-Fabulator werfe ich jetzt mal an und drehe zurück. Wir wandern hier über 2000, 1950, wir wandern weiter 1850, 1650, da werden wir später nochmal hinkommen. 1500 geht es weiter, also zwischenzeitlich haben wir passiert, wie gesagt, die Französische Revolution, wir haben passiert den 30-jährigen Krieg, 1618 bis 1638 in Deutschland, eine große Katastrophe. 1500, 1550, 1450 in Florenz, italienische, oberitalienische Stadtstaaten entstehen, die Renaissance, man entdeckt die alten Bücher wieder über Rom und Athen und Griechenland. 1400, 1350, 1300, wir nähern uns ein bisschen Richtung Mittelalter. Wir sind 1200, 1150, 1100, so langsam fängt an, Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation, die Nationenwerdung Deutschlands, wenn man davon in den Kategorien schon sprechen möchte, 900, 800, Karl der Große, es geht weiter, 700, 600, 500, Untergang des Römischen Kaiserreichs, Teilung des Römischen Weltreiches, 400, 300, die große Zeit der Römischen Kaiser, 100, auch Augustus und Kaiserzeit, 0 Christi Geburt und jetzt fängt es an nach rückwärts zu laufen, minus 100, minus 200, minus 300, minus 400, minus 500. Wir sind jetzt also 500 Jahre vor Christus und nun setzt ein die krasse Geschichte des Untergangs der Römischen Republik. Und jetzt machen wir mal Pause.